Hallo und herzlich willkommen, meine lieben Freunde, zu dieser Anime-Review. Heute möchte ich euch den Anime Gate vorstellen. Es folgt ein Video mit mehr Informationen zum Anime und wir sehen uns gleich zum Fazit. Viel Spaß! Im 21. Jahrhundert tauchte plötzlich ein Tor in Ginza auf, aus der jede Menge Wesen eindrang, die man bis dahin nur aus Büchern kannte. Diese Wesen töteten viele Bürger Tokios. Um die andere Welt zu entdecken und die Frage zu beantworten, die sich die Menschen gestellt haben, schickt die Regierung kleine Gruppen von japanischen Soldaten in die Welt hinter dem Tor. Geführt wird diese Gruppe von dem Otaku-Soldaten Yuichi. In der neuen Welt finden sie jede Menge Dörfer, die von einem Drachen angegriffen wurden. Es scheint keine Überlebenden zu geben, bis auf ein Elfenmädchen, die sich der Gruppe anschließt, um sie bei ihrer Reise zu unterstützen. Gate, erschaffen von Takumi Yanai als Roman im Jahr 2006, wurde 2011 erstmals im Alpha Polis Verlag als Manga in Japan publiziert. 2015 folgte schließlich die erste Staffel des Anime Gate mit 24 Episoden. Das Animationswerk Gate bietet mit den ersten drei Episoden einen super inszenierten Einstieg in Takahiko Kyokis Umsetzung der Romanvorlage von Takumi Yanais Werk. Dabei startet der Anime recht einfach mit einer kurzen Erklärung des Hauptprotagonisten Yuichi Itami, gefolgt von der Einleitung der eigentlichen Geschichte mittels der Invasion, welche durch das namensgebende Gate in Ginza kam. Diese Einleitung ist hierbei weniger ausführlich gestaltet. Die Menschen werden angegriffen und müssen sich verteidigen. Jeder von euch wird wissen, wie das mit Bansern und Soldaten eben geschieht. Dass das Ganze eher wenig ausführlich gestaltet ist, ist allerdings dem Auftakt geschuldet. Dies ändert sich allerdings von Episode zu Episode und obwohl nun seltener Gefechte zu sehen sind, wenngleich dies natürlich kein Kritikpunkt ist, wird es spannender. Von Schlachten, welche die Japaner, welche liebevoll durch ihre grüne Ausrüstung auch grüne Soldaten genannt werden, dank ihrer überlegenen Waffen ohne viel Aufwand gewinnen, geht es über zu politischen Intrigen und Machtkämpfen. Und dies in beiden Welten. Zusammengefasst, Gate überzeugt durch eine abwechslungsreiche Geschichte, die zwar einige Folgen für einen Anlauf brauchte, doch schließlich vollends überzeugte. Eine außerirdische Invasion durch ein Tor, welches in eine andere Welt führt. Diese Idee ist keinesfalls neu. Das bekannteste Beispiel, wenn auch abgewandelt, ist schon 1997 im amerikanischen TV gelaufen. Der Name dieser Sci-Fi-Serie lautet Stargate. Bis heute besteht die Community um diese Sendung, welche einen riesen Erfolg hatte. Dennoch hat Takumi Yanai, welcher selbst ehemaliger Soldat ist, diese Idee super in seine Welt integriert und weitergesponnen. Das Ergebnis? Ein wahrer Otaku-Traum mit hübschen Mädchen, Helden und vielen süßen Tiermenschen. Den Anime Gate nun einen Abklatsch zu nennen, würde also definitiv zu weit gehen. Allerdings ist die Idee keinesfalls neuartig, allerdings sehr gut übernommen und in die Welt integriert. Das Animationswerk Gate bietet allerdings nicht nur eine gute Geschichte und ein gut übernommenes Setting, sondern auch die Charaktere sind mehr oder weniger gut ausgearbeitet. So ist schon in der ersten Minute deutlich, dass der Charakter Yuichi Itami ein wahrer Otaku ist und sich völlig in der Welt seines Lieblingsspiels verloren hat. Er arbeitet lediglich, um sich Anime, Manga und sein Spiel finanzieren zu können. Als er durch das Gate trifft, wird aber deutlich, dass er ein Draufgänger ist und Menschen in Not nicht alleine lassen kann. Er ist also zwar ein recht stereotypischer Held, da auch er auf eine Heldenreise aufbricht, doch sein Charakter ist sehr gut ausgearbeitet und bietet neben dem typischen Heldenaspekt auch eben etwas Trotteliges und Liebenswertes. Rory, die Gothic-Lolita, welche mehrere hundert Jahre alt ist, ist eine waschechte Sadistin. Sie hat Spaß daran, Menschen zu quälen und zu töten, hat allerdings auch etwas Liebenswertes an sich. Was allerdings sicher ist, sie weiß, was sie möchte und man sollte es sich mit ihr nicht verscherzen. Lele La Lela Lan, die 15-jährige Magierin, ist die Zauberschülerin von Kato El-Eltestan, ein Magier. Sie ist fleißig und stets hilfsbereit gegenüber anderen, außerdem ist sie eine der besten Übersetzer. Tukaluna Makö ist eine hübsche Elfin. Ihren Charakter kann man allerdings schlecht einschätzen, doch Schlechtes hat sie definitiv nicht im Sinn. Vielmehr gleicht ihr Charakter etwas Kindlichem und Naiven. Alles in allem sind die Charaktere zwar stellenweise etwas zu seicht ausgearbeitet, doch im Gesamtbild passt es dennoch. Bild- bzw. animationstechnisch kann man dem Werk Gate nichts vorwerfen. Erschaffen im Jahr 2015 bietet Gate eine flüssige Animation sowie eine überaus gute Farbsättigung. Der Kontrast stimmt und die Schattierungen sind realitätsnah. Einziger Kritikpunkt ist wie bei vielen anderen Anime wieder einmal der Hintergrund.
Zwar ist das Szenenbild nämlich gut dargestellt, doch der meist starre Hintergrund schmälert dies alles. Positiv sei das Charakterdesign erwähnt, zwar ähnelt es dem vieler anderer Werke im Fantasy-Setting, dennoch ist jeder Charakter einzigartig gestaltet worden, was diese Ähnlichkeit wieder wettmacht. Musikalisch konnte der Anime nur in Ausnahmen überzeugen. Gerade das Opening mit dem Titel Gate Soha wa Aketsuki no Yoni von Kishida Kyodan und der Akeboshi Rockets war einer dieser Ausnahmen. Aber auch das Ending mit dem Titel Prism Communicate, gesungen von Hisako Kanemoto, Naoto Yama sowie Risa Taneda unter ihren jeweiligen Rollen, überzeugte. Wenngleich natürlich Musikstücke immer Geschmackssache sind. Innerhalb des Animes konnte der Soundtrack von Yoshiki Fujisawa nur bedingt glänzen, so wurde dieser zwar passend und unterstützend für den Anime gewählt, allerdings zu zurückhaltend eingesetzt, sodass dieser nicht im Gedächtnis verblieb. Synchrontechnisch ist Gate eine Glanzleistung, gerade was den Charakter Roy Mercury, gesprochen von Katrin Hildebrand, angeht. Hier hatte ich anfangs noch Skepsis, ob das Ganze passen würde, doch sie überzeugte mich von Episode zu Episode immer mehr. Auch Patrick Schröder, welchen den Protagonist Yuji Itami spricht, schafft es, seine Stimme authentisch für den Charakter zu benutzen. Genauso Barbara Ehrlich als Shino Kuribashi. Auch hier wurde die richtige Stimme zum richtigen Charakter gewählt. Aber nicht nur die gerade genannten Sprecher, sondern der gesamte Cast wurde sehr gut und vor allem passend gewählt. Dadurch war eine authentische Umsetzung erst möglich. Willkommen zurück, wie ist also mein Fazit zum Anime Gate? Nun, anfangs ist die Geschichte recht lahm, nicht weil es nicht actionreich ist, sondern weil die japanische Streitmacht einfach zu übermächtig ist. Mit ihren Panzern, Gewehren und was sie noch alles haben, sind sie einfach viel zu stark. Der Gegner, wo sie haben, ist gar kein Gegner. Die mähen einfach mit ihren Maschinengewehren alles nieder. Der einzige wirkliche Gegner ist dann eben der Drache und der wird dann auch erlegt. Und ja, dann bauen sie eben ihre Basis auf und werden vom Imperium angegriffen, wo sie natürlich dann niedermähen, weil Römer gegen Maschinengewehre geht einfach nicht. Funktioniert nicht. Und ja, das Ganze ist dann relativ, ja, lahm schon fast, weil, ja, sie gewinnen halt jeden Kampf. Dann allerdings geht das Ganze ins Politische über und dann wird es auch wieder spannend, weil dann gibt es Intrigen und Machtkämpfe. Wenn auch das Ganze in der ersten Staffel noch nicht so wirklich zur Geltung kommt, aber trotzdem ist es irgendwie spannend. Das Charakterdesign hat mir sehr gut gefallen, wenngleich natürlich dadurch, dass das Ganze im Fantasy-Setting gehalten ist, das Ganze sehr ähnlich ist, zum Beispiel Elfen mit spitzen Ohren oder auch die Catgirls eben mit Katzenöhrchen und Schwänzchen und so weiter. Trotzdem hat mir das Charakterdesign gefallen, weil eben irgendwie jeder Charakter einzigartig war. Musikalisch hat mir das Opening sehr gut gefallen, vor allem das der ersten Hälfte. Bei der zweiten Hälfte der ersten Staffel hat mir hingegen das Ending irgendwie besser gefallen. Allerdings ist das Musikalische ja immer Geschmackssache. Ich muss ehrlich sein, innerhalb des Animes habe ich den Soundtrack kaum wahrgenommen. Zwar war er da und hat natürlich das Geschehen unterstützt, soweit weiß ich das eben, aber so wirklich im Gedächtnis geblieben ist das nicht. Synchrontechnisch konnte mich der Anime auf jeden Fall überzeugen. Die deutsche Synchronisation passt einfach zu diesem Anime. Ich habe ja schon im Einspieler gesagt, dass Rory Mercurys Sprecherin mir etwas seltsam vorkam und ich mir unsicher war, ob diese Stimme wirklich zum Charakter passen würde. Anhand des Trailers war das damals nicht auszumachen, aber hier im Anime, ich glaube ab Volumen 2 etwa, da habe ich wirklich dann Spaß gehabt, diese Stimme zu hören. Vielleicht war ich allerdings bezüglich Rory Mercurys Sprecherin auch etwas voreingenommen, weil ich eben diese Diskussion damals mitbekommen habe und die auch verfolgt habe. Aber wie es dem auch sei, alle Sprecher passten zu den jeweiligen Charakteren und waren authentisch. Und darauf kommt es doch schlussendlich an, dass alles glaubhaft ist. Wie schaut es also bezüglich einer Kaufempfehlung aus? Nun, der Anime an sich ist geil, die Geschichte anfangs etwas lahm und es kommen Katzenmädchen vor und eine Halbgöttin und Elfen. Also jedem Fan von Fantasy kann ich diesem Anime definitiv empfehlen. Er sollte allerdings Zeit aufbringen, denn dieser Anime braucht diese Zeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, weißt du, Daumen nach oben, Kommentare gerne in die Kommentarbox und wir sehen uns dann beim nächsten Video. Bis dahin, ciao!